Ja, hallo meine Lieben, GeoLebenTV zu sehen hier auf YouTube und natürlich auch auf Telegram. Schön, dass du hier wieder mit dabei bist. Ja, das heutige Thema hat wieder mit Essen zu tun. Und zwar geht es um die größten Herausforderungen bei meiner Ernährungsumstellung von All You Can Eat, also Allesesser auf Pflanzenesser. Ja, auch bis zum 75. Tag gibt es noch ziemliche Herausforderungen. Die sind jetzt teilweise größer als die ersten Wochen oder in den ersten Wochen des Experiments. Wobei ich jetzt nicht sagen will, dass ich da so jeden Tag so ganz massiv damit zu kämpfen hätte. Jedoch die Verlockungen sind immer wieder da und vor allem verkleiden sie sich immer wieder in anderer Form. Ja, was sind das nun für größere oder was sind das nun die größten Herausforderungen? Es sind sieben an der Zahl, das erfährst du natürlich wie immer nach dem Intro. Ja, hier bin ich wieder, euer Geo Six von GeoLebenTV und bewusst gesund bei Geo. Kommen wir gleich mal zur Herausforderung Number One: Das Einkaufen. Einkaufen, fragt ihr euch jetzt vielleicht, was ist das? Was soll das für eine Herausforderung sein? Wir gehen doch alle unglaublich gern shoppen. Ja, vor allem in Zeiten wie von Corona. Das ist auf jeden Fall eine gute Frage, die man sich hier stellen könnte. Und da geht es jetzt nicht um die Corona-bedingten Auflagen mit Maske und dem ganzen Schmus da mit dabei, sondern es geht darum, welche Mengen ich kaufen soll. Ja? Ich lebe ja nun alleine in meinem Haushalt, was es nicht unbedingt heißen soll, dass ich auch Single bin, aber ich lebe halt alleine und ich habe hier nur grundsätzlich mich zu versorgen und da ist es nicht so einfach, immer genau die richtigen Mengen zu kaufen. Ja? Bei uns am Land gibt es ja paradoxerweise nicht mehr oder keine Tante-Emma-Läden mehr, wo man jedes Stück einzeln kaufen kann, ja, sondern da wimmelt es nur so von Discountern, von Supermärkten und ihr wisst ja, die haben die meisten Dinge verpackt, auch wenn sie im Bio sind. Du kannst maximal 2 Kilo Kartoffeln kaufen, du musst, was weiß ich was, Fisolen sind eingepackt, anderes Gemüse ist eingepackt, die Tomaten sind in Kilo teilweise und auch wenn sie offen sind, nehme ich 2, nehme ich 4. Also das ist alles nicht so einfach, weil frische Lebensmittel, ja, die sind zwar frisch, aber die verderben natürlich auch wesentlich schneller und ich will auch nicht meinen Kühlschrank voll räumen. Das mache ich deswegen nicht, weil ich dann auf die Sachen vergesse, wenn es hauptsächlich im Kühlschrank drinnen ist. Wenn was eingefroren gehört, dann kommt das natürlich ins Gefrierfach und das ist relativ klein beim Kühlschrank. Und alles andere lasse ich eher so heraußen, damit ich immer einen guten Überblick habe, was habe ich von den Dingen, was sollte ich verkochen. Und da kommt es halt leider Gottes immer wieder vor. Immer öfter vor, als mir eigentlich lieb ist, dass dann halt gewisse Lebensmittel leider Gottes verfaulen oder vergammeln. Das ist so die Herausforderung Nummer 1. Wie viel soll ich jetzt mal einkaufen? Kommen wir zur Herausforderung Number 2. Ja? Und zwar das tägliche Kochen und vor allem auch das Vorkochen fürs Büro, für die Arbeit. Ihr wisst ja, ich koche ziemlich gerne und habe das auch im Experiment immer wieder betont und doch ist es nicht immer so easy, ja, das Ganze umzusetzen. Kochen bedeutet einfach viel Zeit, es bedeutet vor allem auch sehr viel Geschirr und eben auch permanent frische Lebensmittel zu Hause zu haben, wobei ich da eben auch wieder hier beim Einkaufen wäre. Ich verbringe einfach relativ viel Zeit mit Kochen. Das ist einfach so, essen und dann auch wieder sauber machen. Im Augenblick brutzelt mein Kochen, mein, nicht mein Kochen, meine Nahrung, die ich dann hoffentlich in einer halben Stunde essen werde, gerade noch im Backofen.
Da gibt es heute Süßkartoffel mit ein paar Fisolen, die ich dann im Wok nochmal ein bisschen aufwärme und mit Kokosmilch verfeinere. Ist ein Traum, das kann ich euch einfach auch nur mal sagen. Ja, aber auf jeden Fall können da schon mal 3 Stunden verstreichen, wenn ich das alles so zusammenrechne. Und vor allem, wenn ich dann auch noch vergesse, fürs Büro vorzukochen, wo ich dann eben auch schon bei Herausforderung Nummer 3 wäre, und zwar nichts vorgekocht. Im Büro schaut es dann zappenduster aus. Ja, es liegt ja jetzt nicht direkt an der Zeit, die ich im Büro ja schon auch irgendwo hätte. Ich könnte mir da schon was besorgen, jedoch auch an der Energie und vor allem auch an den Ideen beim Kochen. Das ist schon also, ist nicht alles so einfach. Immer das Gleiche zu kochen ist auch nicht fad. Mein Repertoire an dem, was zu verzehren gibt, es wird auch immer größer und ich koche auch eigentlich sehr, sehr gut und trotzdem sind einfach nicht immer die Ideen so gerade parat. Ja? Unter unseren Büros, also wenn ich nicht vorgekocht habe, gibt es zwar einen Supermarkt, aber da habe ich als Pflanzen-Veganesser nicht so wahnsinnig viel Auswahl. Ja, ich könnte mir täglich Salat reinziehen, da könnte ich gleich auf Rohkost umsteigen, das will ich dann auch nicht mehr, aber das nur Salat, ich weiß nicht, ja, schlussendlich bleibt mir dann nichts übrig, als so einen fertigen Salat zu kaufen, immer wieder mal, der an und für sich keine Vitalstoffe mehr hat und auch nicht wirklich satt macht. Oder ich kaufe mir Tomaten, ich kaufe mir Gurken, ich kaufe mir eine Avocado und mache mir dann selbst einen Salat, das kann ich schon tun. Aber das macht dann auch nicht jeden Tag Spaß. Wie gesagt, da könnte ich gleich auf Rohkost umsteigen, will ich aber nicht. Kommen wir weiter zu Herausforderung Nummer 4. Ja? Hat indirekt auch wieder mit Einkaufen zu tun. Ich wohne ja am Land, da gibt es vorwiegend Supermärkte, wie schon gesagt. Das heißt, da muss man an vielen Sachen vorbei, die man kennt. Und als Gaumenschmaus in seinem Hinterstübchen, sprich Gehirn, abgespeichert hat. Und da merke ich, dass ich da oft sehr unlustig am Gepäck und da vorwiegend an den Mohnweckerln und an den Salzstangerln vorbeigehe. Doch ich bleibe tapfer. Ich weiß ja, wenn ich mit einem Weckerl anfange, werden es mehr und bald bin ich wieder da, wo ich nicht sein möchte. Also rasch vorbei an den Backwaren im Supermarkt und im Sauseschritt zu den Pflanzen, also zum Gemüse und ähnlichen Dingen. Weiter geht's mit der Herausforderung Nummer 5, ja? Die Emotionen, die emotionale Situation. Ja genau, auch Lebensmittel haben Gefühle. Nein, so ist es nicht, vielleicht auch doch, ich weiß es nicht, aber um die geht's gerade nicht, so meine ich das auch nicht. Die Lebensmittel und vor allem, was man damit macht, ich meine, die Gerichte, ja, wie zum Beispiel ein Wiener Schnitzel, ein Schweinsbraten oder ein Apfelstrudel, so ganz typische österreichische Gerichte, diese sind mit Emotionen verknüpft. Ja. Essen ist mit Emotionen verknüpft. Ja. Wenn man dann bei der Fleischabteilung so vorbeigeht, sieht man dann das Schnitzel, den Schweinsbraten, den einem dann die Mama vor vielen Jahren immer wieder gekocht hat, oder eben auch den Apfelstrudel. Genau solche Verknüpfungen entstehen im sogenannten Belohnungszentrum und diese sind emotional, in dem Falle natürlich positiv aufgeladen. Und wie gesagt, ich brauche nur Fleisch zu sehen und diese Verknüpfung ist da. Das Schnitzel von der Mama oder der Schweinsbraten mit Knödel, in Deutschland heißt das Klöße von der Mama, das kommt dann und das kommt gerade dann, das Langzeitgedächtnis tritt gerade dann eben zum Vorschein, wenn im Kurz- und Mittelgedächtnis nicht mehr so viel abzurufen ist, dann kommen diese alten Verknüpfungen von früher daher. Ja? Das ist jetzt zwar nicht so schlimm, doch es kommt immer wieder, jedoch weniger bei Fleischgerichten, dafür eher bei den Mehlspeisen. Und die esse ich ja auch nicht, weil kein Getreide oder ähnliches, auch kein Zucker. Ja, und weiter geht es mit der Herausforderung Number 6. Die Befürchtung, dass ich mal nicht mehr weiß, was ich kochen soll. Das haben wir vorher auch schon ein bisschen gehabt.
Es ist schon eine ziemliche Herausforderung. Ich bin ja nun keiner, der die Kochbücher auspackt, weil ich weiß, dass mir vielleicht von 30 Gerichten, die in so einem Kochbuch drinnen sind, oder sind es auch mehr, dann vielleicht drei zusagen. Wobei das wäre ja dann auch schon etwas. Jedoch passiert es dann meist, dass man für diese Gerichte wieder Zutaten braucht, die man nicht zu Hause hat und dann womöglich bei uns am Land gar nicht bekommt. Ich muss sie wieder irgendwo besorgen, ja. Und ich möchte Dinge ja meistens gleich umsetzen und nicht erst in 2 Tagen, ja. Das ist mir dann auch meistens zu kompliziert. Ich bin ja nun eher einer, der recht simpel und doch sehr wohlschmeckende Gerichte auch mag. Bei mir reicht meistens Salz und eventuell Pfeffer und hin und wieder Chili und Galgant. Viel mehr Würzerei mag ich dann eben auch gar nicht. Ja, meine Lieben, und last but not least, die letzte Herausforderung in diesem Video, Herausforderung Nummer 7, das ist die Herausforderung, unbedingt jetzt abnehmen zu wollen. Ja, ist ein bisschen komisch, doch so ist es. Seit ich gemerkt habe, dass ich doch einiges abgenommen habe und es den anderen Menschen auch auffällt und mich eben auch dann darauf anreden, da merke ich, dass es mir jetzt auch wieder wichtiger wird, noch mehr abzunehmen. Am Anfang des Experiments war das Abnehmen überhaupt kein Thema für mich. Da ging es mir vorwiegend um meine Gesundheit. Doch jetzt ist einfach das Thema Abnehmen und Bauch weg, ja, wieder ziemlich im Vordergrund. Und das gefällt mir so nicht, weil mich das einfach auch hemmt und ich wieder ziemlich in die Richtung viel Sport zu betreiben, einfach auch gehe. Das heißt, ich mache wieder ziemlich viel. Aber Sport zu betreiben, viel Sport zu betreiben, bedeutet aber auch, dass man zusätzliche Energie, zusätzliche Kalorien braucht und diese auch aufnehmen muss. Und dabei ist die Gefahr relativ groß, hier wieder schnelle Kohlenhydrate zu sich zu nehmen, vor allem zu viele zu sich zu nehmen, was im Endeffekt dann wieder bedeutet, schnelle Kohlenhydrate, die zwar für den augenblicklichen Energiebedarf sehr gut sind, aber vieles setzt sich dann eben wieder in den Fettzellen als Fett eben ab. Und so ist es ein ewiger Teufelskreis. Man betreibt zwar viel Sport, muss aber sehr viel Energie aufnehmen und nimmt eher wieder zu als eben ab. Ja, das ist so eine Gefahr, die ich jetzt einfach auch sehe, die sich noch nicht bemerkbar macht, aber es beschäftigt mich auf jeden Fall einiges mehr. Ja, in dem Sinne wären das jetzt mal so 7 Herausforderungen, auf die ich achte und auf die auch du achten solltest, kannst, wenn du einen ähnlichen Weg wie ich eben eingeschlagen hast. Ja, in dem Sinne freue ich mich über Daumen hoch, über eure Kommentare und ja, schaut auf euch, schaut, dass euch gesund gut ernährt. Das macht schon richtig, richtig viel Sinn. In dem Sinne, wir sehen uns beim nächsten Video, beim nächsten Erfahrungsbericht oder ähnlichen Themen zu deiner ganzheitlichen Gesundheit. Baba, ciao, tschüss und Servus, euer Gio.